Alle Patienten sind versorgt. Nun kann sich Tamme wieder auf die Jagd nach dem perfekten Welsh Blacks konzentrieren. Finden er und seine Freunde auf dem letzten Hof endlich das, wonach sie suchen? So wie der, nicht das herrliche, nicht Keule. Nicht der wir müssen Popo haben wie Mona Lisa. Feine Rüben drin. Jetzt ist es soweit. Tamme hat das Jagdfieber gepackt. Der Rinderfan steigt über den Zaun und wandert auf dem Hof von Familie Francis eine halbe Ewigkeit zwischen den Welsh Blacks umher. Trotz strömenden Regens. Auf den ersten Höfen war Tamme nie richtig zufrieden. In Langadog will er jetzt zuschlagen. So, ich habe zwei aufgeschrieben. Und jetzt müssen wir sehen, wie die Laune wird bei dem guten Wetter. Leider zu wenig Löcher im Dach. So eine wunderschöne, ausgeglichene Herde sieht man auch selten. Das sind, hier wird Qualität im Haus gezüchtet. Das kann man nicht anders sagen. Es ist hier einfach so, dass ich sie zu unserem Diamant beibringe, um hier dort ein bisschen andere Genetik zu haben an Rindern. Und dann wollen wir hoffen, dass wir weibliche Tiere kriegen und dann frischen wir das Ganze so auf. Ist immer Lotto. Aber es sind sehr, sehr schöne Tiere. Alle korrekt im Rücken, gepflegt und kein Dreck dran. Also wie die das hier handhaben, gefällt mir sehr gut. Auch Tammes Züchterfreunde sind begeistert. Immer mehr Tiere landen auf ihrem Einkaufszettel. Es sieht so aus, als wenn Janssen einen kleinen Großeinkauf macht. Vor allem die Jüngsten der Züchterfamilie kommen gut an. Rinder, die kürzlich noch gesäugt worden sind und nun von ihren Müttern getrennt werden. Den Absetzer und weißt du noch die Nummer von dem kleinen Absetzer? Nee, er hat gerne aufgeschrieben, glaube ich. Mhm. Okay. Will er denn nur alle, oder? Er ist nicht abgeneigt. Aber vor dem Kauf wollen es die Züchter natürlich ganz genau wissen. Hat der Bulle das, was seine Zucht überhaupt erst möglich macht? Hoden. Ob er zwei Hoden hat und ob die auch gleich groß sind und auch aus. Ja, hat er. Haben beide. Ja. Um praktisch die Fruchtbarkeit des Bullen für später sicherzustellen, haben wir geguckt, ob er zwei Hoden hat. Es passiert auch mal, dass ein Bulle einen Hoden am Bauch hat. Und so haben wir geguckt, ob er zwei Hoden hat, ob er auch später Fruchtbarkeit hat, ob er potent ist, sage ich mal so. Aber rausstellen wird sich erst später, wenn er in den Sprungeinsatz geht. Ja. So. Ja, 2000. 3000. So. Wir haben insgesamt jetzt hier im Betrieb 39 Tiere gekauft. Und das bedeutet, dass die Züchterfamilie Francis heute das Geschäft ihres Lebens gemacht hat. Aber auch Tamme ist glücklich. Die lange Suche hat sich gelohnt. Endlich hat er zwei Bräute für seinen Lieblingsbullen gefunden. So, jetzt kommt fremde Genetik nach Ostfriesland. Die größten dazu in den Bestand, die ältesten. Da haben wir zwei Stück von erworben, die jetzt mit nach Hause gehen. Und das ist es ganz wichtig. Ich muss für meinen Bundessiegerbullen fremde Genetik haben, dass wir einfach eine Runde weiterkommen. Ja, ich finde es wirklich schön, dass er für die Welsh Blacks sich entscheidet und dass Leute mehr und mehr es tun. Es ist eine schöne Rasse und es freut mich, dass es auch nach Ostfriesland kommt. Auch für den Knochenbrecher geht es jetzt wieder nach Deutschland. Ob Allison ihn vermissen wird?